Seid willkommen auf der Wächterinsel. Einst die Heimat der Drachen und jetzt ein Ort des Schreckens und Wahnsinns. Ich wandle jenseits von Vernunft und Wahnsinn. Mein Bewusstsein frohlockt nun, da die Prophezeiung sich ihrer Erfüllung nähert. Ihr wollt meine Gedanken lesen? Euer Gehirn würde schmelzen, sollte ich all meine Gedanken preisgeben. Ich werde euch jedoch einen Teil offenbaren, da ein Zuwachs eures Wissens mir zugute kommt. Ihr werdet über diesen Drachenturm herrschen, und ich, die Insel, habe euch eure Diener gebracht. Ja, ich bin die Wächterinsel, und ich lebte in perfekter Symbiose mit Maxos Magie, bis er fortging und Lycan seinen Platz einnahm. So ist es. Der Turm ist dafür gedacht. Ihr bekommt einen Alchemisten, einen Nekromanten, einen Ausbilder und einen Bezauberer. 8 sind auf meinem Grund und Boden. 4 davon werden den nächsten Tag nicht erleben. Ihr entscheidet, wer dient und wer stirbt. 4 Totems für 4 Entscheidungen, aber sprecht erst mit den Anwärtern. Sie wissen, dass ihr hier seid. Aber ihr müsst, ansonsten entscheidet der Zufall. 4 werden leben, 4 sterben. Sie sind Repräsentanten. Noch sind sie im Verborgenen, aber sie erscheinen, wenn sie eure Anwesenheit spüren. Sprecht mit ihnen, wenn ihr eure Wahl getroffen habt. Sie werden euch die schwere Arbeit abnehmen. Das weiß ich nicht. Wie es scheint, existiere ich seit der Entstehung Rivellons. Bald trieb es die Drachen an meine Küste, angezogen von der Magie in mir. Oh, ich habe keinen richtigen Namen. So nennen mich lediglich die wenigen Besucher, seit Maxos einen Turm erbauen ließ. Er war der einzige Mensch, der zumindest einen Teil meiner Macht zu begreifen wusste. Eines Tages war er jedoch verschwunden und selbst ich weiß nicht, wohin er ging und warum. Sie ist die reine Energie des Schöpfens, die Wesen in einen transzendenten Zustand versetzen kann und ihnen dadurch zu unermesslicher Macht verhilft. Nur die Drachen konnten diese Kraft meistern. Aus diesem Grund wird meine Magie im gleichen Atemzug mit ihnen genannt. Viel Glück, weltweit. Wir sind erst seit kurzem hier. Und doch gestaltet sich unser Zusammentreffen recht seltsam. Was bringt dieser Ort so mit sich? Aber wir dürfen jetzt keine Zeit verlieren. Wir brauchen den Drachenstein, damit euch die Drachenmacht zuteil wird.